So, liebe Freunde, Helfer, Unterstützer, Geschwister, Botaniker und andere Follower, wir melden uns jetzt endlich, werden manche sagen, mit einem Video von was schon wirklich, glaube ich, jahrelang wurde dieses Video gefordert. Aber wir haben es immer sein gelassen. Manche haben wahrscheinlich so lange darauf gewartet, wie die Pflanze hinter mir auf Wasser. Aber es ist soweit, wir rufen offiziell auf zur Kleiderspende. Natürlich, ihr wisst ganz genau, wir haben die ganzen Jahre über hinweg Kleiderspenden angenommen. Wir haben aber aus mehreren Gründen nie öffentlich großartig jahrelang dafür aufgerufen. Ganz einfach, weil es wichtigere Dinge gab. In diesen Kriegs- und Krisengebieten, in diesen Slum-Gebieten, wo wir arbeiten, wo es fast keine Hilfsorganisationen mehr gibt. Manchmal in manchen Gebieten überhaupt gar keine mehr, in manchen Gebieten nur noch ganz wenige. Und da gibt es einfach wichtigere Dinge. Und zwar ist das Krankenhäuser bauen, Schulen bauen, Lebensmittel verteilen, Waisenhäuser bauen, Kinder, die auf der Straße schlafen und so weiter und so fort. Da bringt es nichts, die ganze Zeit immer nur Kleidung zu sammeln und dann am Ende einen Container loszuschicken und die Leute können die Kleidung nicht essen, die Leute können von der Kleidung auch sich kein Haus bauen, unter dem die schlafen, und die Leute haben von der Kleidung, wie im Gazastreifen, am Ende keine Elektrizität. So, warum rufen wir jetzt auf einmal für Kleiderspende auf? Aha, und zwar haben wir uns etwas überlegt. Wir haben über die Jahre hinweg an einem Konzept gearbeitet. Und zwar ist dieses Konzept eigentlich das Gegenteil der Altkleiderlüge. Altkleiderlüge könnt ihr einfach mal eingeben bei Google. Landet ihr auf einer Dokumentation bei YouTube von den Freunden. Ihr werdet das dann schon sehen. Ich gehe da mal näher nicht drauf ein. Und zwar gibt es ja in Deutschland ganz, ganz viele Container, die auf der Straße stehen. Altkleidercontainer. Und man wirft seine Kleidung dort rein in die Altkleidercontainer. Und was denkt man? Man denkt, man spendet. Aber was passiert mit dieser Kleidung eigentlich? Diese Kleidung wird in Afrika, ja, ihr habt richtig gehört, in Afrika wird diese Kleidung gewinnbringend verkauft. Habt ihr euch noch nicht gewundert, dass in den ärmsten afrikanischen Ländern die kleinen afrikanischen Kinder immer ein FC Bayern Trikot anhaben oder ein Borussia Dortmund Trikot oder ein Manchester United Trikot? Die kosten nur hier 60 Euro, diese Trikots. Weil ihr schmeißt diese Trikots irgendwann mal, seid ihr wütend auf den Verein oder habt euren Lieblingsverein gewechselt und so weiter, seid rausgewachsen, irgendwann schmeißt ihr das dort rein. Wahrscheinlich noch mit einer guten Absicht, weil ihr denkt, hey, das geht irgendwo hin zu jemandem, dem es vielleicht kalt ist oder jemandem, der vielleicht sich wahnsinnig freut über dieses Trikot. Aber diese Kleidung wird verkauft in Afrika. Wer kassiert das Geld? Natürlich derjenige, der den Container aufstellt, da, wo ihr das reinschmeißt. Was wird mit dem Geld gemacht? Weiß niemand. Jetzt kommt aber noch was dazu. Was passiert dadurch? Die afrikanische Textilindustrie wird dadurch schwer geschädigt und geht dadurch kaputt. Der afrikanische Hersteller, ja, der afrikanische typische Designer von einer traditionellen Tracht, der designt diese Tracht seit mehreren Jahren und der kann mit seinem Preis nicht runtergehen, weil er kann für seine, sagen wir mal zum Beispiel 3 Euro, für die der seine Tracht verkauft, davon kann der gerade mal seine Familie durchbringen. So, jetzt kommt Firma XY aus Deutschland, hat die ganze Kleidung alles umsonst gekriegt, hat dafür kein Geld ausgegeben, verschifft die Kleidung massenhaft nach Afrika und macht einen dicken, fetten Gewinn damit, macht einen dicken, fetten Reibach und verkauft jedes Teil in Afrika für 1 Euro. Wo holen die armen Afrikaner an sich ihre Kleidung? Für 1 Euro oder ihre traditionelle afrikanische Kleidung für 3 Euro? Dreimal dürft ihr raten, die holen sich die für 1 Euro und deswegen laufen die da auch alle mit den fetten Trikots rum. Ist das im Endeffekt eine gemeinnützige Sache? Ist das im Endeffekt eine Hilfe für arme Länder, für arme, bedürftige Menschen? Natürlich nicht. Also haben wir uns überlegt, was können wir denn machen? Weil die Kleidung im Endeffekt zu verkaufen, zu sortieren, in verschiedene Stufen zu sortieren, sehr gut erhaltene Winterkleidung, aha, brauchen die nämlich wirklich in den bedürftigen Ländern. In diesen bedürftigen Ländern brauchen die eigentlich von eurer Kleidung am meisten nur wirklich eine Sorte. Und das ist gut erhaltene Winterkleidung. Du kannst einem syrischen Flüchtling im Zelt in Syrien, du kannst ihm den niegelnagelneuen fetten Nike vorbeibringen, gib ihm den ab, macht sich natürlich super auf dem Foto, aber am nächsten Tag kommt in sein Zelt, der trägt wieder Sandalen. Weil er ist 50 Grad im Schatten, was will der mit so einem Schuh, der kriegt Schweißfüße. Ja, deswegen, Sommerkleidung, Frühlingskleidung macht schon Sinn für eine Hilfsorganisation, sie zu verkaufen und von diesem Geld
dann wieder Waisenhäuser zu bauen, Medizin zu kaufen, damit die Leute in den Krankenhäusern auch kostenlos verarztet werden können, damit ihre Leben gerettet werden können, weil du kannst doch nicht von einem Patienten zum Beispiel in Afghanistan, in Somalia oder in Syrien Geld verlangen, der überhaupt schon ums Überleben kämpft und der schon auf deine Lebensmittelpakete angewiesen ist. Aber wo muss die Kleidung verkauft werden? In Deutschland natürlich. Es macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, wenn du diese Kleidung wieder, wie in der Altkleiderlüge, YouTube, schaut euch die Dokumentation an, wenn du diese Kleidung dann wieder irgendwo nach Afrika bringst und damit einen fetten Gewinn machst. Nein, wir wollen den Spieß umdrehen und wir werden ab jetzt eure Kleidung aufwendig, wir haben extra eine sehr große Lagerhalle dafür gemietet, wir haben extra verschiedene Sammelstellen, geht auf unsere Website www.ansar.de, oben ist die Rubrik Infos. Unter der Rubrik Infos findet ihr eine weitere Rubrik Sammelstellen. Wir haben quer durch Deutschland Sammelstellen errichtet. In Offenbach, in München, in Berlin, in Düsseldorf, in Wiesbaden und Duisburg. Und hast du nicht gesehen, gibt es Sammelstellen, wo du also deine Kleidung hinbringen kannst. Und das Ganze kommt dann zur großen Main-Sammelstelle in Duisburg, zu einer großen Lagerhalle, wo wir den ganzen Tag über sortieren werden. Und wo wir die Schmuckstücke, manchmal gibt jemand einen Mantel ab für 2000 Euro. Was bringt das, wenn du einen syrischen Flüchtling einen Mantel bringst für 2000 Euro? Wenn du den hier in Deutschland verkaufst, für diese 2000 Euro kannst du vielleicht 200 Operationen kostenlos für die Leute gewährleisten. Das macht also viel mehr Sinn. Der Syrer, der will einfach nur, dass ihm warm ist, ob er eine Jacke hat für 3 Euro oder ob er einen Mantel hat für 2000 Euro, das ist ihm ziemlich egal. Er möchte mit seiner Familie halt nicht erfrieren und am liebsten hätte er auch natürlich ein bisschen Heizöl oder ein bisschen Brennholz. Und das kannst du alles nur mit wahrem Geld schaffen. Oder dass man ihm vielleicht sogar den Waisenkindern in seiner Familie ein Waisenhaus baut und so weiter. Ihr wisst ja selber, wie ich das meine. Wir sind ja die Erbauer des größten Waisenhauses von Süden. Das wird sortiert. Sehr gut erhaltene Winterkleidung. Aussortiert. Ab in die Container. Direkt rüber nach Süden. Mittelklassenkleidung wird direkt bei uns in Secondhand-Shops verkauft. Wir versuchen, den höchsten Gewinn für euch reinzubringen, um dann diese Gelder wieder in die Projekte zu stecken. Schlecht erhaltene Kleidung, ja, Kleidung, die dreckig ist, Kleidung, die so designt ist, dass es niemals jemand in diesen Ländern tragen würde, lieber würde der sich ein Handtuch umbinden und so weiter und so fort. Solche Kleidung, kaputte Kleidung, die wird einfach nur, der Stoff wird davon verwendet und die Stoffe werden einzeln verkauft. Und so gewährleisten wir mit eurer Kleidung, dass eure Kleiderspende, egal ob sie super ist, gut erhalten ist, Winterkleidung ist, schlecht erhalten ist, mittel schlecht erhalten ist und so weiter, dass aus eurer jeglicher Sorte von Kleidung der größtmögliche Gewinn für diese notleidenden Menschen, für diese Umma, Fissabitler, rausgeholt wird. Wir haben nun extra Geschwister, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen und versuchen, dieses Geschäft zu profitieren. Dieses Geschäft immer profitabler zu machen. Für wen profitabler? Für uns? Oder vielleicht für irgendeine Industrie, die wieder die Afrikaner in Afrika ausbeutet? Nein, sondern für die Bedürftigen. Unser einzigster Anspruch gilt der Arbeit für die Bedürftigen. Also, schaut auf unsere Website, schaut unter Sammelstellen, sammelt fleißig eure Kleidung, die ihr nicht mehr tragt, schmeißt sie zusammen und bringt sie uns vorbei und kehren wir einmal den Spieß um und machen nicht wir den Verkauf in Afrika, sondern machen wir den Verkauf in Deutschland und bringen unser Geld nach Afrika. So wie es eigentlich sein muss. Damals gab es Kolonialismus von Europa in Afrika. Man hat ihre Bodenschätze genommen, man hat ihren Wert genommen, man hat ihnen die Oberschicht getötet, nur noch Bauern übrig gelassen und man hat ihnen alles weggenommen. Und jetzt, um es gut zu meinen, geht man noch hin und macht dort noch Business und macht ihre Textilindustrie kaputt. Das ist natürlich wirklich wahre Aufbauhilfe, ironisch gemeint. Deswegen drehen wir den Spieß um und wir machen den Verkauf hier und bringen unser Geld dorthin, weil es ihnen zusteht. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan und nimmt zahlreich teil.